Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück mit dem Trevor in GTA 5. So, wir haben noch ein paar Einschusslöcher im Rücken und in der Brust. Ach ja, und im Arm, warum eigentlich nicht? Das ist der Trevor, der hält sowas aus. Ich würde ja an sich gern da reingehen zu uns nach Hause und uns erstmal heilen, aber es geht gerade nicht. Zumindest ohne die Mission zu starten. Ich glaube, im Moment haben wir mit dem Trevor keine weiteren Nebenmissionen am Start. Deswegen würde ich mal eben gucken, was bei den anderen eigentlich so los ist. Bei Michael, da steht zwar keine Zahl dabei, aber vielleicht ergibt sich ja was. Ach, wir können gerade gar nicht. Ah, okay, dann hat sich das erledigt. Dann können wir auch darüber gehen und uns eventuell heilen. Es sei denn, wir fahren gleich dummerweise. Die dürfen ruhig weiterfahren. Wir fahren gleich irgendwie dummerweise direkt weg, ohne uns zu heilen. Das wäre ein bisschen blöd. Weil eigentlich ist da ja ein Erste-Hilfe-Kasten. Im Klo, glaube ich. Oder so. Fast besser aus als vorher. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chapped wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed the statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Aber vielleicht haben wir noch eine Chance. Warte mal. Hier, bleib mal stehen. Steig auf Squad, machen wir sofort. Ich hoffe, ich darf mich mal 5 Meter hier wegbewegen. War der Dude hier vorher auch schon so angemalt? Ich weiß es nicht. Hier, das nehme ich mit. Aber hallo. Ach, weißt du was? Nein! Sie müssen bezahlen. Ich wollte mir ein Bierchen nehmen. Und jetzt ist es weg. Jetzt ist es nicht mehr verfügbar hier. Der Tisch ist umgekippt. Ich glaube, ich spinne. Können wir uns hier etwas nehmen? Hier ist auch alles. Na gut, es sieht, glaube ich, genauso aus wie vorher. Aber der Fernseher ist kaputt. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, sie haben es nicht anders verdient. Nope. Das gibt keinen. Keine Gnade. Begib dich zu Ammunition. Na dann, jetzt holen wir uns aber mal die guten Sachen. Vor allem, wir haben so viel Asche. Da könnten wir uns mal eine Weste holen, oder? Achso, okay. Es kann sein. Es kann tatsächlich sein. Aber das Bier ist nicht mehr an seinem Ort. Das ist die Katastrophe. Ja, eben, genau. Wer denkt denn auch an das Bier? Ah. Wer denkt denn an die Bierchen? Boah, ist der Boden glänzend. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. 2500? Schwerste, ne? Ja. Schwerste ist gerade schwer genug. Gut. Was? Zielfernrohr und ein Schalldämpfer. Ja. Scharfschützengewehr. Paar Schuss. Genau, Schalldämpfer und Zielfernrohr. Boah, 32.500 für einen Holzgriff. Boah, ey. Meine Fresse, ist das teuer.
Ja, das hier, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre schön. Aber der Holzgriff, not gonna happen. Not gonna happen. Gut. So, haben wir es. Wir könnten uns theoretisch hier auch noch irgendwie... Ich will nur mal kurz gucken. Ah, so eine Weste. Ich bin ja eigentlich nicht so Fan von dieser Jagdkleidung, habe ich ja schon mal gesagt. Aber zu ihm passt es irgendwie fast, oder? 150, weißt du was? Ich nehme mal was mit. Vielleicht. Einfach mal so und eine Brille. Eventuell. Sonnenbrillen, ja. Yeah. Ja, ich weiß nicht, ob es zu ihm jetzt so sonderlich passt, ehrlich gesagt. Ein Haarschnitt könnte man ihm mal verpassen. Das könnte man mal testen. Ja, hier, die. Mh. Ein Traum. Sieht er da überhaupt was durch? Hm. Die hier könnte von der Farbe her noch die... Naja, ich weiß es nicht so recht. Hier so eine. Ich glaube, ich lasse das mal. Shampoo und Spülung, ja. All in one. Er sollte sich mal was Schönes holen. Für sein Geld. Für sein Meth-Geld. Ein schönes Shampoo holen. Können wir einen Helm aufsetzen? Nee, ich glaube, da denkt er nicht dran. Ich glaube nicht. Können wir? Ich dachte, wir könnten auf den Hinterreifen. Da, Coyote. Hinterreifen fahren, aber ne. So, ich habe überhaupt nicht aufgepasst, aber egal, oder? Ihr informiert mich schon, falls ich irgendwas übersehen habe. Ah, hi. Hallo. Machen wir. Ich glaube, ich stelle meine Maus mal ein kleines bisschen schneller. So irgendwie. Was wollte mir die gerade sagen? Ach, ne. Ja, ich bin da. Ich wollte nicht schießen. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur die Waffe wechseln. Da hat er zu Ende gewechselt und dann habe ich nochmal geklickt. So, gehen wir einmal nach oben. Sehr unauffällig als allererstes Mal. Egal. Huch. Huch. Suddenly Nacht. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. Yo. Alles klar. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Yep. Here. Hallo. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Hey, ich versuch's. Mein Finger wird nervös. Ich brauche ein geileres Scope. Irgendwie kann ich nicht näher reinzoomen. Naja. Es ist ja eigentlich schon das Geilere, aber ich will ein noch geileres. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich gut darin bin. Control Tower. Did da? There's a guy there, Trevor. Ja, irgendwo hier. What guy? Right there. Ach, da. Ah, da ist der Control Tower, alles klar. Wir hätten ihm die Flasche aus der Hand schießen können. Okay. Stimmt, er bewegt sich ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Probieren wir es. Okay. Okay. Das wäre jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, der hat gesagt, dass wir warten sollen. Ich habe eben nicht wirklich aufgepasst, dass wir warten sollen, bis er stoppt. Ja, genau. Alles klar.
Das weiß ich nicht, lieber Diego. Das mache ich mal sehr spontan aus. Okay. If the man wants to pay his respects, I ain't. You should have seen the look on his face. There's a guy coming out of the control tower. Take him out. Wo ist das? Ja, toll, dass wir das Licht jetzt ausgeschossen haben. He's gotta go. Da. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Muss irgendwo auf unserem Level. Da. Zum Level, dann ist sehr dunkel. Alles klar. Der ist wieder weiter unten. Ja. Er hat ihn gerade gesehen. Weiß nicht, ob ich nicht mal nachladen soll. Ja. Ja, warte mal, ich mach mal ganz kurz Reload. So. Jetzt können wir wieder. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Wo? Wieder da? Nee, weiter unten. Someone's coming out the far door, man. Da. There's a second guy coming out of the building. Ja. Oh, shit. Puh. Na, auf den Kanister, das wäre auch was. Das wäre aber, glaube ich, keine gute Idee. Noch ist der Plan B. Yep. Nein. Ja. Das war nicht so gut. Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. It's looking for us, T. Oh yeah. Alles klärchen. Hilf Ron, den Flugplatz zu sichern. Wir probieren's. Spezialfähigkeit im Kampf einzusetzen. Ah. Yep. Oh oh. Ich muss mich erstmal irgendwo verstecken. Warte mal. Probieren wir es hier. So, was machen wir? So viele, was? Okay. Alles klar. Oh, hi. Da sind welche. Da ist einer. Weiter oben, ja. Muss es denn unbedingt Nacht sein? Was, wo? Da. Nein. Reload. So. Wo? Wo? Da hinten. Ich habe ihn noch ganz genau gesehen. Da ist jemand. Ich sehe nur die Hand immer hervorlugen. Da, da war. Yep. Passt. So, wo? Hier irgendwo? Da noch einer. Oh, hier ist jemand. Hier ist jemand. Wo? Da wahrscheinlich. Hey, mach doch mal selber mit hier. Gib dich zum Flugzeug. Alles klärchen. Oh mein Gott. Nicht in die... Ich hoffe, der macht das hier von allein. Nicht in die Motoren. Ach du Heilige. Ja, alles klärchen. Hui. Ach so, die Spezialfähigkeit hätte ich mal ausprobieren können, Mann. Na, vielleicht gleich. Hier, wir probieren's mal. Aha. Was nutzt es denn? Slow-Mo. Slow-Mo-Action. Uah, nicht in den Motor. Da ist noch jemand. Da. Yep.
those explosives on that gas tanker. Okay, zünde den Sprengstoff. Machen wir. Ist das eine gute Idee? So nah bei dem. Na, wenn die meinen. Bam. Haben wir vielleicht mehr Firepower dann einfach? Yeah. Oh, hinter uns. Yeah. Cool. Wie auch immer er sich hier hält. Aber jetzt nicht losfliegen, oder? Oh, nice. Ja, Flugsimulator. Geht ab. Und gib ihm. Gib einfach mal Gas. Yeah. Well, the man on my way presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Wir haben das unter Kontrolle. So, vielleicht mal ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Alles klar. Ja. Ausgezeichnet. You'd know TP Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. And that kind of requires someone to... Turbulenzen, oha. Es wackelt wirklich ziemlich stark. But Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Gut, dass wir bei A-10 Attack schon geübt haben. Lass mich raten, wir müssen auch irgendwann wieder landen, oder? Da bin ich mal sehr gespannt. That's him. Let's do it. Oh. Da, ja. Gut. Ja, nicht zu tief. Ich versuch's. Na, ich versuche auf jeden Fall mal nicht höher zu fliegen als er da. Mein Looping ist gerade schlecht. Ist gerade ein bisschen schlecht, weil ich tief bleiben muss. Ansonsten werden wir hier entdeckt. Ich weiß nicht, ob sich jetzt eine Gelegenheit ergibt. Okay. Huch. Wirf die Fracht ab, ja. Machen wir. War's das? Ich glaub ja. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Liefer dir mit Ron ein Rennen, ah. Na gut, dann Vollgas. Ist das eine gute Idee, hier rüber zu fliegen? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Hoffen wir das Beste. Ach, ist das nicht herrlich hier. Früher oder später wird sich die Gelegenheit noch ergeben. Vollgas! Hier, ich kann ein bisschen abwärts fliegen noch. Man mag es nicht glauben, aber es ist schon Vollgas. Ja, ich glaube, die Karre hier, die kann nicht so viel. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me. Ron. Guck dir den Wind an, ich mach nichts. Wackelt voll. Mehr Power. Yep. Wo ist die Landebahn da? Sind wir darauf ausgerichtet? Das ist der Punkt.
Das ist der Punkt, der mir Sorgen macht. Ich hoffe, das hier ist die Bremse. Oh, ich habe den Motor ausgemacht. Warum eigentlich nicht? So. Hoho. Hey, hey. Suddenly Landung. Ja, guck mal hier. Ich kann sogar mit den RB, LB-Tasten drehen. Wo muss ich denn hin? Irgendwo oder müssen wir in den Hangar? Hey. Hangar? Hangar Games? Sind das die Hangar Games? Warte mal. Wir probieren es mal. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier gleich, wenn das nicht richtig ist, doch, das ist richtig. Sehr gut. Was denn? Auf was denn? Auf die Texte. Ja, das ist manchmal schwierig. There is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Wozu habe ich euch außerdem, ne? Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Guns. Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations. Unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate or masturbate. Oder beides gleichzeitig. Schön. Du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Okay. Zum Verkauf stehende Geschäftsimmobilien sind mit sowieso gekennzeichnet. Kauft ihr andere Immobilien wie Garagen für Autos? Ja, müssen wir auch machen. Unbedingt. Eine riesige Anzahl Fahrzeuge, echt. Kaufte Immobilien, zahlen ihr wöchentliches Einkommen. Ja, auch nicht so schlecht. Sind aber halt auch erstmal teuer. Entschuldigung, Schluck auf. Ah, genau. Das hier, das ist zum Beispiel was für den Franklin. Gut. Sehr, sehr gut. Der nervöse Ron. Oh, das haben wir doch aber eigentlich ganz okay gemacht. Na gut, Missionszeit wie immer. Das werde ich nie schaffen. 6 Brücken, ein Flieger, ja klar. Mussten wir wahrscheinlich noch irgendwelche Brücken unterfliegen oder sowas. Nee, komm. Das passt. Ja, bin ich klar. Eigentlich ganz zufrieden mit. Wir haben kein Looping gemacht. Ja, aber ich wollte ja auch das Rennen gewinnen. Gut. Gut. Sollen wir es nochmal nachholen mit dem Looping? Können wir eigentlich machen. Komm, aus Scheiß. Einfach mal nach der länglichen Mission jetzt. Wir probieren es nochmal. Hey, Trevor, was? Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein. Und es sieht so aus, als sei der Flugplatz der Lost jetzt leer. Aha. Hast sie weggepustet. Ich denke, das macht ihn offiziell zum Eigentum von Trevor Phillips Enterprises. Nice. Fahr rüber und sieh es dir an. Das hier? Oder wie sieht's aus? Ist das jetzt hier der Flugplatz, den wir gekriegt haben? Aber hier ist immer noch ein Kaufsymbol, ne? Ich glaube, ja. Ach nee, hier ist was. Ah, da! Ja, ich glaube da. Ja, können wir auch mal machen. Bei Zeiten. Aber erstmal. Oder wir fliegen dahin. Warum eigentlich nicht? Testen wir das mal. Damit der Ochi sich doch noch aufs Maul legen kann mit dem Flieger. Ja, genau. Na, weißt du was? Ich speichere erstmal. Hier, bam. Sehr gut. Na dann, Focus. Volle Konzentration. Und wir testen es noch einmal. Boah, kommt der Wind von der Seite. Ich voll weggetragen. So, was wetten wir, dass wir mit diesem Flieger ein Looping schaffen? Ich würde dagegen halten. Ich würde dagegen wetten. Hui! Schön gerade halten. Schön gerade. Oh mein Gott. Yeah, das funktioniert. Hey. Es klappt. Ausgezeichnet. Hier, können wir nochmal
Aus der Ansicht vielleicht. Sekunde. Oh, Wind. Turbulenzen. Ah, das ist irgendeine zufällige Ansicht immer, glaube ich. Ja. Ach, hier, schön. Guck mal. Microsoft Flight Simulator. Nice. Guck mal, hier haben wir auch eine schönere Landebahn. Ehrlich gesagt. Gut. Dann versuchen wir es nochmal. Versuchen wir nochmal eine Landung. Da. Pass auf. Wir machen das mal hochprofessionell. Wir machen mal den großen Trick. Jetzt kommt der große Trick. Wir machen den hier. Hui. Und jetzt. So. Yeah. Räder nicht vergessen. So, und schön langsam. Jetzt sind die Motoren wieder ausgegangen. Oh, das wackelt aber. Das Flugzeug wackelt aber. Und jetzt gib ihm. Ja, schön. Ich sag doch, wir haben geübt. Ausgezeichnet. Haben wir vielleicht ein Auto stehen? Haben wir eventuell ein Auto stehen, mit dem wir direkt weiterfahren können? Gefällt mir. Schon 26 Minuten Aufnahme wieder. Oder Folge. Naja, ein bisschen machen wir noch. Wir könnten einmal gucken. Zum Fragezeichen zum Beispiel. Zum Fragezeichen könnten wir einmal hin. Voraussetzung ist, dass wir hier irgendwie einen fahrbaren Untersatz kriegen. Aber das kriegen wir noch irgendwie hin. Jupp. So, ein Heli-Landeplatz haben wir auch noch hier. So, vorsichtig mit den Kisten. Und weil wir können, stellen wir den hier einfach mal ab, oder? So. Hervorragend. Klappt. Gut. Flugzeuge kann man sich auch im Internet, kann man sich online kaufen. Ist das euer Ernst? Krass. Nicht schlecht. So, aber wenn ich das richtig sehe, hier ist nur ein leerer Heli-Landeplatz ohne Auto oder irgendwas, ne? Na schön. Ja, da kreisen schon die Geier. Die dachten, wir würden das nicht schaffen, aber nee. Wir haben die eines Besseren belehrt. Da ist ein Parkplatz. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Ich will mich hier gar nicht mit den Lloyds direkt anlegen. Wir machen das mal ganz heimlich. Puh, was nehmen wir denn? Na, wobei, da steht auch jemand. Genau. Muss man nur einmal sagen, Alexa? Meinst du den... Warte mal. Ich muss mal... Oh, ich habe das Auto nicht schnell genug angekriegt. Nein! Geh weg. So, warte mal kurz. Oh, der ist aber, glaube ich, kaputt. Geh mal besser weg. Komm, wir testen es mal. Aber ich vermute, der ist im Sarg. Haha. Ah, ich kann gar nicht einsteigen. Ah, schade. Ja, Mist. Es hat tatsächlich einen Grund, warum der hier... das ist klar, gar nicht eine Werkstatt. Wollte gerade sagen, es hat einen Grund, warum er in der Werkstatt steht. Aber es ist irgendwas... Gas and Oil, naja gut, ist vielleicht auch eine Werkstatt. Ist aber nicht wegen uns, ne? Oh, die Karre ist ja schön. Ach, guckt euch dieses Gefährt an. Die ist ja echt Deluxe. Sowas mag ich ja an sich ganz gern. Nicht immer so mega clean. Ja. Nice. Ich glaube, die gibt es auch in noch ranziger, aber viel geht da nicht mehr. Gut, was für ein Freak haben wir denn hier wieder am Start? Welcher Freak will uns heute ans Leder? Wir haben eigentlich auch noch die Mission von der Guten, ne? Von der einen da. Da haben wir ja die E-Mail gekriegt. Müssen wir uns eigentlich auch nochmal angucken. Warte mal kurz. Hier ist noch jemand. Hier ist noch etwas. Auf dem Weg zur Nebenmission finden wir die Nebenmission. When you're in the bush and you're scared out of your motherfucking mind, be grateful that the defense left you with bullshit instead of bullets.
Pow, pow. Pow, pow. Ja, dann. Just got you in the head. Reden wir mal. How's it going there, you old loon? I'm having myself a wonderful fucking day. Ebenso. Und? Was? Ach was. What would you do in the bush? Ist alles? Well, I'd stick a knife in my teeth. I'd crawl through the razor grass till I found me a load of enemy combatants. Then I'd slit their... Ich glaube, das ist einfach was zum Anhören, oder? Freedom. Pull the villain straight out of their fucking mouths. Well, this is war, brother. And it's everywhere. Es kann gut sein. Ich kenne mindestens noch eine weitere Person, die kann man im Wesentlichen einfach nur beobachten. Kann sein, kann sein. Okay. Wir finden bestimmt noch irgendwo anders einen Camper. Dieses Ding, das startet manchmal nicht. Wundert mich ehrlich gesagt wenig. Es dauert manchmal ein bisschen. Diese Buggies hier sind auch nett, ne? Oh, hi. Hey, bud. What you doing? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, können wir vielleicht noch ein bisschen üben. Antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Oh. Hey. You want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right then, up here with you. Oh, danke schön. Sehr nett. Gut. Hatte das Ding gerade noch kein Scope und dann hat es eins gekriegt, weil wir halt diese Waffe mit Scope haben. Kann sein. Nee. Ich glaube, das ist harmlos. A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother. Ist es egal, welche wir uns aussuchen? Screw 'em. Schieß auf die Satellitenschüsseln. Okay, vielleicht die da. Na, die hat schon Katscha abgekriegt. Give 'em hell. Shoot another one. Das geht. Vielleicht darauf? Nee. Ich glaube, das würde er nicht gerne sehen. Und die da unten wahrscheinlich, ne? Yep. Die sind aber auch ziemlich groß. Oh, heilen müssen wir uns auch mal. Ich bin gespannt, was der für eine tolle Idee hat. Begib dich zum Motel. Hä? Ja, genau. Genau das. Es sei denn, die haben hier Satelliten-Internet. So. What now? We're gonna try our luck on something less stationary. Probieren wir den hier. Liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Ain't she a beauty? Drives like a dream. So ist der Trevor. Immer eine freche Idee im Hinterkopf. Unser kleiner frecher Fratz. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. Boah, das, das funktioniert ja gar nicht so gut. Careful, I ain't got insurance. Yeah. Okay, nee, warte mal. Einmal den hier. If you wreck my buggy, Trevor. Hier. This is a $4,000 vehicle. $4,000 hast du dafür? Okay, egal. So, und nun? Bei dem da können wir es probieren. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time. And I wanna see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good for the old fish and fun. Okay, ja klar. Harmlos. Warum? Was? Warum ist das hier so am Ruckeln, so langsam? Die Performance geht down. Don't be shy. Tires don't feel ausgerechnet no way. Da. Ich glaube, das war nicht der Reifen. Hier, der fährt relativ langsam. Again, vielleicht ein anderes Auto, oder? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn?
Außer natürlich das da. Es täte mich mal interessieren, was er sagt. Aber ich will nicht die Mission riskieren. Yep. Just for the sake of it. Ach, guck mal da. Ein Wüstenwurf. Und. Ah, schade. Nochmal. War so halb geil. Aber naja, vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen Skill, ne? Feuerwaffen-Skill. Oh. Ich renne gegen Pfosten. Whatever cranks your tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Wir könnten uns auch diese Tonnen da vornehmen. Och nö, müssen wir wirklich? Müssen wir wirklich? No. Ich will das nicht. Ich möchte nur klarstellen, ich will das nicht. Aber ich fürchte, wir kommen nicht drum herum. Ja, hast du recht. Na, vielleicht können wir uns ja wenigstens Abendessen besorgen. So ist das, so funktioniert das hier halt, weißt du? Im Nichts. Hier können wir nicht die vielleicht eventuell. Ja. Oder alternativ, wie gesagt, ne? Die Kanister. Ja, oh, alle. Keiner ist zufrieden mit dieser Mission. Ich auch nicht. Ja. Oh. Schieß auf 3 Kojoten. Oh, Mann. Ja. Oh. Nicht auch noch rumjammern. Mann. Mach die Augen zu. Guckt weg. Ich guck auch weg. Hm. Besser hingucken, damit ich wenigstens ordentlich treffe. Das ist besser so. Das ist, also wenn es schon sein muss, dann ist das besser so. Firewolf Johnny. Ich glaube nicht. Echt, ne? Wo ist der Cheatcode, wenn man ihn mal braucht? Nein, das war daneben. Wo sind da noch welche? Da. Da sind die nächsten. Oh, der guckt auf den Kollegen. Jetzt sehe ich nur den Hintern. Naja, vielleicht geht das auch. Ich weiß es nicht. Testen wir es. Ja, es geht. Und. Wo? Nicht, dass sie gleich alle abgehauen sind und dann. Ja. So, und jetzt? Die Mission haben wir bestanden. Hahaha. Na gut. Dein Onkel, ich glaube nicht, dass ich ihn kenne. Kommt mir gerade nicht bekannt vor. Ich bin allerdings mit Namen auch manchmal so ein bisschen, ja. Nicht der Beste. Hüpf, sind wir unten. Und können wir die jetzt einsammeln wenigstens? Und, ja. Wenigstens noch etwas Nützliches daraus ziehen, was wir hier getan haben. Ich gehe mal kurz gucken. Das interessiert mich jetzt, ob wir da, die da noch sind. Ich bin unzufrieden. Keine Ahnung, irgendwo hier muss es gewesen sein, oder? Irgendwo hier. Ja, hier sind noch Überbleibsel, aber. Hat sich schon irgendein Geier geschnappt, wahrscheinlich. Ja, da. Das war er nämlich. Ja. Pff, okay, schon 40 Minuten Folge wieder. Ich glaube,
Wir müssen mal wieder einen kleinen Cut machen. Dann mache ich mal eine Minute Pause. Dann würde ich sagen, ich habe noch einen in mir, weißt du? Einen habe ich noch. Eine Folge habe ich noch. Da, guck mal, ein Zug. Oh, könnte man vielleicht. Neugierigerweise. Kommt da Feuer raus? Nee, ne? Nicht danach aus. Das hätte jetzt auch gut in die Hose gehen können. So einfach mal auf so einen Zug schießen. Hm. Ja. Na gut. Ich würde sagen, ich mache hier mal den kleinen Folgencut. Dann fahren wir hier per Anhalter einmal weiter. Ja. Das ist richtig. Das ist allerdings richtig. Gut. Ja, die Namen, die sind aber auch ähnlich. Zugegebenermaßen, die sind ähnlich, oder? Ja, und auch noch zweimal Fuchs. Wenn ich nur nicht den Präfix, den Postfix mir quasi angucke, den Suffix angucke, dann ja, nicht zu unterscheiden. Mann, oh, seid nicht so gemein zu mir, ich will das doch alles nicht. Ich mach das wieder gut. Ich mach das irgendwie wieder gut. Ich weiß noch nicht wie, aber wir finden schon was. Gut, auf jeden Fall, ich mache hier einen kleinen Cut. Dann mache ich kurz Pipi und dann geht's weiter. Also vielen Dank schon mal in der Aufnahme und bis zur nächsten Folge. Dann macht es gut und tschüss.